Hallo und herzlich willkommen hier bei Ecto Wolle. Ich hatte ja mal im letzten Video gesagt, wo ich auch Woodgame Empire gemacht hatte. Übrigens, das hier ist eine Ankündigung, falls es jemand noch nicht aufgefallen ist. Eine Ankündigung. Hatte ich ja erwähnt. Sicher kann man das Video auf jeden Fall nochmal schön sehen. Woodgame Empire. Erstmal keine Videos mehr und so weiter. Nun habe ich mich dazu entschlossen, aufzuhören, Woodgame Empire zu spielen. Das geht doch nicht. Ich möchte auf jeden Fall aufhören, Woodgame Empire zu spielen. Oh, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich sehe ein paar Angriffe. Und hier ist eine Frage. Juhu. Die werde ich bestimmt nicht beantworten und mir nicht angucken. Oder doch. Später vielleicht. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, wie kann ich auf jeden Fall nochmal einen Abschluss machen. Auch für meine Community, dass sie wirklich sagen, okay, ich höre jetzt wirklich auf, Woodgame Empire zu spielen. Und ich denke mir, ja, das Beste ist einfach, ihr dürft mich einfach alle mal angreifen. Deswegen mache ich noch einen richtig krassen Livestream. Der wird am Samstag, den 16.04. sein, genau hier. Da werde ich einen richtig krassen Livestream machen, um circa, ich würde sagen, 14.30. Ne, Entschuldigung, 13.30. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Bis zu 17.30, kurz vor 18 Uhr, weil ich habe um 18 Uhr habe ich Bandprobe. Und da dann halt bezüglich, bis dahin reinzumachen, das ist immer so ein bisschen schwierig einfach, ne? Schwierig. Das ist dann eher so ein bisschen, nicht so gut. So ist, ja. Daher wird das jetzt eine Ankündigung und ich möchte gerne ankündigen, dass es Leistung gibt bezüglich das Staffelfinale und da dürfen alle nochmal angreifen, dürfen alle nochmal auf mich laufen und dürfen dort alle nochmal ein bisschen Spaß haben, so ungefähr. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen was schon mal vorbereitet und zwar habe ich zwei Eos losgeschickt. Die kommen, hier in den neuen APs hier auf jeden Fall an, damit es die Leute auch ein bisschen triggert, so ungefähr. Weil ich habe ja zwei, Leute ausgesucht, die auf jeden Fall auch noch ein bisschen halt Ecto Wolle noch gerne noch ein bisschen neben sich haben dürfen. Und zwar zum einen ist das Kampfküken. Ja, Kampfküken dachte ich mir, hey, ein bisschen getriggert durch Ecto Wolle. Das sollte es auf jeden Fall geben, Hat mir auch schon eine Frage angestellt, wir haben auch schon ein paar Angriffe losgeschickt. Ich dachte mir, die wurden auch relativ gut gedefft, von da müssen wir uns die Angriffe auch gar nicht angucken. Die müssen wir einfach kurz mal ignorieren. Die auch nochmal kurz ignorieren. Oh, da können wir nachher nochmal gleich mal in die Frage reingucken. Auf jeden Fall hier, ich stelle schon mal Ecto Wolle hin. Ja, das Kampfküken, glaube ich, hat mich irgendwann mal aus Skype rausgekickt. Von da dachte ich mir, hey, ich stelle einfach mal Ecto Wolle daneben. Chantal. Ja? Oh, leise. Bin gerade so ein bisschen lost, aber ist okay, Und dann schicke ich nochmal einen hin zu das kleine Wölfchen. Ich dachte mir, zum Rat stark auf jeden Fall kurz nochmal einen daneben hinstellen. Dann freut er sich, denke so, boah, warum steht jetzt Ecto Wolle neben mir? Ich habe mir einen waschechten Isländer bestellt. Henry Henryson, Bruder von Jürgen Hurenson. Ich habe auch noch einen frei. Wenn ihr zum Beispiel noch wisst, wo ich zum Beispiel noch irgendwo noch einen hinstellen könnte, so, dass bis Samstag auf jeden Fall noch funktioniert. Natürlich kann auch sein, dass sie mich vorher wieder rauskicken und bezüglich vorher dann wieder die EO wieder durchziehen oder sowas. Das kann natürlich auch passieren, aber das ist ja nicht so schlimm. Also gut. Ich möchte halt nur kurz anmerken, es gibt halt einen Livestream. Dieser Livestream wird am Samstag, den 16.04. sein. Um 13.30 Uhr wird dieser beginnen. Wird circa bis 17.30 Uhr gehen, also ich werde schön ein paar mehr Stunden hier spielen und werde auf jeden Fall meinen Account, so gut es geht, halt einfach auch ein bisschen herunterwirtschaften, bezüglich halt einfach auch da noch ein bisschen was machen, bezüglich auch die ganze Rubine einfach loswerden. Ich meine, da sind viel zu viele Rubine drin und natürlich auch ein bisschen Scheiße bauen einfach auch. Wenn ihr natürlich sagt, hey, stell dich mal neben dem und dem hin, alles kein Problem, ich wollte euch mit meiner Burg eigentlich nicht mehr umziehen, weil das ist auch wieder 30.000 Rubine, da gehen die Rubine natürlich ein bisschen schneller weg, so. Das ist dann natürlich alles so ein bisschen. Ich gucke hier gerade, okay, die Lose habe ich auf jeden Fall schon mal gekauft. Die kann ich mir nächste Woche auch nochmal wieder kaufen. Ich kann noch ein paar Silberstücke auf jeden Fall noch holen. Also ich kann auf jeden Fall im Silbershop kann ich auch noch einiges halt einfach noch abgewöhnen. Man muss mal bedenken, ich habe seit welche gesammelt, ich habe noch 380.000. Ist natürlich mehr geringfügig. Aber da lässt sich auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Und natürlich möchte ich das natürlich auch alles auch mit Hand und mit Händen und Füßen natürlich auch alles auch so ein bisschen ausgeben und einfach auch so ein bisschen halt einfach. Ja, rumrotieren. Hier gibt es natürlich auch das Rädchen, da habe ich auch noch 11.000 drin, die lassen sich natürlich auch noch. Ich hoffe natürlich, dass am Samstag auch das Rädchen dran ist, das wäre natürlich sehr, sehr nice. Oh, Rubine. Und, ja, sehr schön. Und natürlich könnt ihr mich auch noch alle in der Zeit auch noch angreifen. Also, ihr dürft mich auch alle angreifen. Ich werde natürlich vielleicht noch ein paar Angriffe stellen, werde noch ein paar Angriffe noch ein bisschen irgendwo hinlaufen. Ja. Und werde natürlich auch ein paar Fragen einfach ignorieren, wie zum Beispiel das vom Kampfküken, weil, naja. Warum soll ich auf diese Frage antworten? Kick mich nicht aus dem Skype, dann greife ich dich auch nicht an. So, fertig. Ich brauch Hühnchen mit Reis. Hühnchen mit
Da müssen wir noch gar nicht mehr lange drüber diskutieren. Ach ja. Auf jeden Fall werdet ihr auch gerne, ihr könnt mir auch gerne Fragen stellen und keine Ahnung was. Oder wir können über irgendwelche Sachen, Themen reden, so ungefähr. Die ich vielleicht sonst vielleicht aus irgendwelchen Allianzen nicht reden durfte oder sowas. Können wir gerne machen, können wir uns gerne drüber unterhalten. Alles gar kein Problem. Wie gesagt, das wird dann einfach der Abschlussstream. Danach werde ich auf jeden Fall mit Good Game Empire abschließen. Und das wird dann einfach das Staffelfinale sein. Also ich mache jetzt eine Ankündigung zum Staffelfinale. Ihr könnt alle dabei sein, könnt euch angucken. Könnt auch nachher später euch angucken. Oder ihr sagt, nee, ich will das Staffelfinale nicht mehr sehen, du Arsch. Wenn du aufhörst, dann bist du scheiße so. Ist auch okay. Ist vollkommen okay. Soll ich das vielleicht nicht unbedingt in den Chat schreiben? Im Live-Chat, weil ich habe Sigi gesagt, er darf gerne ein bisschen Timeout, ein bisschen bannen, wenn er das gerne möchte. Von daher, Sigi läuft dann immer so ein bisschen frei. Aber ich habe gehört, ganz zu Anfang könnte er das vielleicht nicht da sein. Da werde vielleicht ich noch ein bisschen bannen. Aber das war's auf jeden Fall im Groben und Ganzen so, weil ich bin ganz offen und ehrlich zu euch. Also mir macht Good Game Empire einfach keinen Spaß mehr. Und ich habe auch nachher, als ich halt nach 3 Monaten, wie lange auf jeden Fall wieder ins Spiel reingeguckt habe, hat mir das auch keine Freude gemacht. Ich war jetzt ein bisschen, habe jetzt ein bisschen hier was immer wieder so vorbereitet. Aber es macht einfach keinen Fun mehr. Es macht einfach definitiv keine Laune mehr, sich hier morgens früh einzulocken, sind über meine Truppen, sich abends einzulocken, über meine Truppen. Das macht einfach keinen Spaß mehr. Macht es einfach nicht mehr. Es ist einfach so. Ich mache für mich persönlich einfach keinen Spaß mehr. Und warum soll ich mich zu irgendwas zwingen? Es macht einfach keinen Sinn. Und deswegen werde ich wirklich aufhören, Good Game Empire zu spielen. Es gibt noch einen Livestream, da könnt ihr wirklich alle dabei sein. Meinetwegen können auch gerne eine Gesprächsrunde machen. Könnt auch gerne eine Gesprächsrunde machen. Wenn ihr mich anschaut und sagt, hey, ich möchte gerne eine Gesprächsrunde machen, wir laden dich auch gerne auf unserem Teamspeak ein oder keine Ahnung was, können wir das alle gerne machen. Aber ich werde mich nicht dazu entscheiden können, dass ich weiterhin spielen werde. Egal, was ihr mir anbietet. Obwohl, ja gut, kommt drauf an. Also wenn ihr wirklich viel Geld anbietet, könnte sein, dass ich sage, nee, spende das lieber. Oder irgendwas anderes. Das wäre auch nicht geil. Wäre ich käuflich. Käuflich ist auch nicht schön. Geld allein macht halt immer auch nicht Glück. Auch wenn ihr sagt, hey, du kannst super viele Klicks durch Good Game Empire machen. Das stimmt. Mit Good Game Empire kann ich viele Klicks machen. Hab durch Good Game Empire auch schon weil ich Good Game Empire Videos gemacht habe, sogar auch schon ein Placement-Angebot sogar auch schon bekommen. Aber naja. Das habe ich halt nicht angenommen. Ich habe übrigens gesehen, dass Index Player das auf jeden Fall angenommen hat. Das war von Huawei, die haben mich angefragt. Weil die hatten ja nur so einen neuen Huawei hat ja so einen eigenen App-Store so ungefähr. Und da kann man irgendwann Good Game Empire rein und die hätten mir dafür dann irgendwelche komischen Punkte gegeben, wenn ich gesagt hätte, wie ihr da reinkommt, bla 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 und so weiter. Ich dachte mir so, nee, gar keinen Bock. Überhaupt nicht. Es kam mir so unseriös rüber, dass ihr dachte, nee. Nee. Auch wenn Placement toll vielleicht gewesen wäre, ich sagen könnte, Werbung. Aber nein, habe ich den nicht gemacht. Übrigens, der Livestream kommt hier auf YouTube, weil ich es noch nicht erwähnt habe. YouTube. Also es gibt keinen Twitch-Livestream, kommt hier auf YouTube. Auf Twitch hatte ich ja einmal mal GGE gestreamt, wo ich gesagt habe, ich komme nach vielen Dings sagen, aber ich bin noch irgendwie nicht wirklich motiviert, auf Twitch halt weiter irgendwie GGE zu streamen. Das macht auch nicht wirklich Sinn. Daher wirklich einen Stream und einmal kurz sagen, ciao und auf Wiedersehen. Für alle Leute, die jetzt schon zum 10. Mal genervt, weil ich mich 30 Mal wiederholt habe. Mäh! Cheeseburger? Drück auf Cheeseburger. Vielleicht wiederhole ich mich einfach nochmal 50 Mal, dann ist auch geil. Im Groben und Ganzen. Aber wie gesagt, es gibt super viele Möglichkeiten. Wie gesagt, könnt ihr im Vorfeld gerne auf Discord anschreiben und könnt sagen, ich würde gerne auf jeden Fall irgendwie mittalken oder keine Ahnung was. Ich würde auf jeden Fall noch so, mich so ein bisschen mit halt unterhalten. Bisschen in Erinnerung vielleicht schweifen, so vielleicht von ganz früher oder so. Wir einfach nur sagen, hey Ecto, du warst wirklich ein Arsch. Aber schön, dass du aufhörst. Auf Wiedersehen. Das wäre auch okay. Also gut, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, dass einige von euch den Stream angucken. Vielleicht live, vielleicht doch nicht live, vielleicht später live, whatever. Und das war's auch schon. Es war eine schöne Zeit mit euch. Es hat echt gefallen. Auch mit euch echt Videos zu machen. Manchmal nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal war ich einfach nur angepisst. Aber ganz viele Zeiten waren wirklich lustig. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Falls wir uns nicht mehr hören, habt auf jeden Fall schöne Festtage und frohe Weihnachten. Ciao.